Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Mario und Luigi 2 zusammen durch die Zeit. Im letzten Part hat Mario und Luigi, also die haben eine richtige fette Genki-Dama in die Fresse bekommen. Und jetzt werden wir hier angegriffen von den Shroops. Ja, wir haben auch im letzten Part erfahren, dass die Dinger Shroops heißen. Und mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Dann wollen wir diesen Alien-Deppen mal zeigen, wozu der Cooper-Jet in Lage ist, Spurst. Feuert die Cooper-Kanone. Feuer! Okay. Also haben sie auch einen Plan B? Nice, Alter. Strike. Was bin ich doch so böse. Ich hoffe, es war denen eine Ehre, von mir abgeschossen zu werden. Ihr seid der Beste, Prinz Bowser. Halt die Schnauze. Ihr seid ein wahrer Koopa. Weiß ich doch selber, Lappen. What the hell? Warum stützen wir ab? Ja, lol. Ey! Das nennst du fliegen? Pass gefälligst auf, Flugtrottel! Ja, wir haben eben einen kleinen Zwischenstopp gemacht bei KFC, ey. Ist uns schon irgendwie, wir haben vergessen, Öl aufzutanken, hier so ein bisschen, irgendwie, ein bisschen, ja, Treibstoff, ne? Prinz Bowser dort, auf die 4 Uhr hier. What's going on? Ja, da wurden wir geowned. Da sind die Shroops. Die fucking Shroops. Die Dorfbewohner werden von den Shroops angegriffen. Die wissen auch Bescheid, okay? Eure Befehle? Sollen wir ihnen helfen? Kein Bock. Voll Bock, hier Dingens Mario Luigi 3 zu spielen, Spust. Ach du heiliger Bimbom. Die Prinzessin stimmt diesen Vorgang nicht zu. Junger Meister Bowser. Es ist höchst an die Schnauze kommen. What the hell? Junge, stopp dir mal das Maul, verdammt! Na schön, wir helfen den Spasten. Los, lass mal hier ein bisschen Feuer, Mann. Okay. Bam. Voll geowned. Bist jetzt zufrieden? Aber jetzt kümmern die Beute euch um den Rest, Mann. Schnapp sie dir, Broter. Du auch, Grüner. Okay, dann machen wir sie platt. Falls überhaupt jemand überlebt hat bei dieser Riesenkugel. Junge Meister Mario, würdet ihr bitte nach diesen unglücklichen Dorfbewohnern suchen? Sehen, blablablub. Ich laber nur Scheiße und jo. Okay. Ich muss sagen, auf KFC hätte ich gerade auch ein bisschen Bock. Naja, egal. Vielleicht nach der Aufnahme. Tschüss. Ja, klar! Kommt er da hinterher auf einmal, ist klar. Und es haben echt welche überlebt. Dann machen wir die Plattmähen. Badam. Okay. Junge Meister Luigi. Diesen... Hä? Das junge Luigis Aktionskommando wird euch helfen hier. Y. Schau mal. Ja, ich weiß schon. Bam. Und er dreht sich. Oh, Pirouette. Wie rapido. Junge Meister Mario, wollen Sie jetzt mal ein Bros-Item nehmen oder so? Wie? Dieses Item erfordert, dass ihr als Duo angreift. Okay. Ich bitte euch, nehmt diese grünen Panzer. Ja, Mann, wir kriegen jetzt Splashel. Ist ja wie auch verköffnen. Ja, ja, die Fresse, ich mach's schon. Junge, verpiss dich. Wir haben auch Bros-Items in dem Spiel, 5 Stück. Den Panzer kann ich nicht so gut, muss ich sagen. Breath. Power? Reiniger? Ja? Okay. Bamba. Aktiv, ja. Oh, nice. Geld. Wähle den Scheiß. Ja, ja, chill out. Bam, bum. Bam, bam. Aktiv, ja. Yeah. 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 Okay, verkackt. Oh! Guter Move. Er gibt uns noch mehr. Aber kein Bock, Alter. Killen wir so. Klatschen wir die weg. Alter, als ob der noch überlebt. Und da macht er die Pirouette. Bam.
Okay, jetzt killt. 6 Erfahrungen. Das ist relativ wenig. Schade eigentlich. Das hat ziemlich klappt, wie? Eigentlich ja nicht, aber okay. Wenn ich mir diese Dorfbewohner so ansehe, fällt mir erst die Ähnlichkeit zu euch beiden auf. War ja echt schwer, das zu erkennen, Trottel. Aber wer weiß, wann noch mehr von diesen schrecklichen Aliens hier auftauchen werden. Ich denke, wir sollten diese beiden zu Meister Bowsers Schiff bringen, oder? Jo, wäre keine schlechte Idee. Diese Monster, ihre Ankunft scheint wie ein böser Traum. Es kam alles so plötzlich. Oh, jetzt labert er so eine Scheiße, Mann. Was laberst du, Junge? Ist das Towtown? Ich glaube schon, ne? Oh my goodness. Zensiert. Das Dorf flieht in Schutt und Asche. Ebenso wie unser geliebter Palast. Voll am Abgehen hier. Flieht! Flieht! Wir müssen entkommen. Der Palast ist verloren. Ja, sieht so aus. LOL! Nein. Hier spricht Prinz Bowser. Komm in Kermik. Bring sofort den Cooper Jet her, Mann. Und ein neues iPhone, bitte. Ich glaube, das wird gleich zerstört, Mann. Mein Prinz! Lol, was hat der? Okay, das war Fail. Warum wartet der auch so lange zum Schießen, so dumm? Prinz Bowser, jetzt aber nichts hier weg hier. Get down! Njogra! Und so wurden die Prinzessin und Meister Bowser gerettet. So merkwürdig das auch klingen mag. Und jetzt steht beinahe das gesamte Pilzkönigreich unter der Herrschaft der Schlups. Sturzlos-Probleme, eure Böslichkeit, okay. Wir befinden uns im Anflug auf den Pilzkönigreich. Oh, und so. Ja, die Schnauze kommen. Oh my goodness! Kein Zweifel. Diese Ungeheuer nennen es jetzt Shroop Palace. Gerüchte besorgen, dass ihre Anführerin Prinzessin Shroop dort sein. Okay. Prinzessin Shroop. Hm? Was sagt ihr? Prinzessin Peach wird im Schloss gefangen gehalten? Ihr beliebt zu scherzen, das kann nicht sein, Mann. Doch, das könnte echt sein. Hm. Verzeiht, wie bitte? Die Prinzessin Peach der Ankunft. Die Meister Mario und Luigi der Zukunft? Oh, ihr armen Söhne. Alter, als ob. Och, Nickerchen oder wie? Nee. Ich glaube, da hat das da ist schon was bei. Er hat recht. Was geht denn hier ab? LOL! Eure Vorlichkeit, wir empfehlen eine Übertragung aus dem Pilzkönigreich, ich meine, dem Schuhpalast! Eine Übertragung? Auf dem Schirm dort? Lel, zeig mal her jetzt. Was zum Geier? Ich nix verstehen tun. What the fuck, Vettel? Ne, das sieht nicht ganz aus wie Vettel, aber okay. Red Deutsch, Junge! Mann, weiß irgendjemand, was der da labert, der Scheißspaß, Mann? Hä? Prinz Bowser aus dem Schuhpalast ist eine Rakete gestartet! What the Ausweichmanöver, Junges! Junges, was laberst du? Kein Monitor mehr! Was? Du bist gefeuert, Mann! Tschüss. Yeah!
Diese Alien-Drecksäcke! Okay, Digga. Ja, genau getimed da rein, oder wie? Ja, auf einmal so ganz... Pff, okay. Okay. So, Leute, wir sind jetzt im ersten richtigen Gebiet. Mit den beiden folgt eine Katastrophe der nächsten... Meine vollen Spürsinnfunktionen erfassen niemanden in der Umgebung. Was hast du denn für ein Problem? Spust. Laut meinem Ultraradar ist irgendwo fast eine Zeitstuhl erschienen. Ja, let's go. Ich glaube, es wäre ratsam, diesen Zeitstuhl zu finden und ja, wieder zurückzukehren. Was meinst du, Luigi? Okay. Jo, da bin ich auch für. Saven. Sieht gut aus. Let's go, Njaga. Oh, direkt Blöcke. 3 Panzer, 2 Pilze. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Und hier sind auch die ersten Gegner. Oh, Junge. Ich hasse es, wenn es juckt, ne? Oh, Speed Freak. Okay, das war ja richtig easy. Also die Gumbas sind also keine große Herausforderung. Oh lol, mein Timer ist ausgegangen. Okay. Okay. Wo? Okay. Dim. Ja. Bam. Die dürfen wir eigentlich alle wegklatschen. Und die sind sogar schneller als Luigi. Das ist jetzt nicht so geil. Luigi, Mann. Du kannst zwar echt gut einstecken und so, aber du musst jetzt auch ein bisschen Speed haben. Das ist auf jeden Fall Fakt hier im Laden. Ich finde Bowsers Festung ganz okay. Das kann ich jetzt schon mal vorab sagen, ist ganz gut. Also, macht Bock. Und, oh, bist ganz alleine, Spaß, hä? Willst jetzt sterben, hä? Das greifst mich an wie Rambo, hä? Kannst gleich mal hier eine Kugel kriegen. Yeah. Okay, weiter geht's in den nächsten Raum. Oh, den Raum, den kenne ich noch. Bam. Oh, ein neuer Gegner, der sogar Mario outspeedet. Bam. Okay, nice gekontert. Der Buhu, aber ich bringe erstmal ihn um. Oder er bringt sich selber um. Bam. Und der fliegt, der Buhu. Das heißt, man könnte ihn nicht mit dem Koopa-Panzer treffen. Ist auf jeden Fall nicht so cool, dass man ihn nicht treffen kann. Aber das war ja eigentlich klar, sowas kommt mit 8 Erfahrung, das ist eigentlich relativ viel. Na komm. Ich gucke erstmal hier unten, bevor ich da hochgehe. Bam. Und tot. Na, der noch nicht. Aber Luigi erledigt das mit einem Crit. Sehr schön. 6 HP. Und wir kriegen noch einen Pilz. HP. Jo, genau. HP Feuer. Okay. So, weiter geht's. Blöcke mit Münzen, 20 Coins, das ist relativ nice. Haben jetzt 205 Coins. Und ja, ich würde sagen, greifen wir erst den Buu an, weil der andere kontert sich, ja gut, beide kontern sich eigentlich aus. Ja, ich gehe einfach mal auf den Buu. Bam. So. Luigi kümmert sich um den Goomba. Wieder ein Crit, Alter. Das ist gerade ziemlich gut, aber der Crit, der muss ja nicht sein. Der wäre auch an normalen Sprung gestorben. 7 und wieder 8 HP. Wann kommen wir eigentlich ein Level weiter? Kann ich mal gerade nachgucken. Würde mich mal sehr interessieren. Warte, erstmal den Block holen. 2 Pilze. Super. 17. Okay. Dann kriegen wir ein neues Level ab und dann ist wieder die Möglichkeit. Oh! Lol. Ein Stat zu erhöhen. Ich setze mal einen Koopa-Panzer ein. Alter. 16 Stück. Tschüss. Bam, 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 bam. Einer tot. 13 und bam. So, das Spiel kommt jetzt auch richtig in Fahrt. Eigentlich sind jetzt keine Tutorials mehr. Ja, ab und zu ein kleines Tutorial kommt schon noch im Spiel vor. Aber jetzt ist erstmal, sag ich mal, für eine etwas längere Zeit Tutorial ist jetzt eigentlich vorbei, oder? Ich glaube schon. Mal schauen.
Okay, jetzt müssen wir hier balancieren, Alter. Balancieren, Alter. Und hier muss man springen. Das habe ich ganz früher auch immer richtig verkackt. Übrigens, für die Leute, die es interessiert, ich spiele das Spiel mit, also auf dem Emulator und mit einem GameCube-Controller. GameCube. Xbox 360. Was war das eigentlich gerade? Was ist das denn? Oh, das sah aus wie diese komische. Oh, und nicht Rosenkohl, oder? Keine Ahnung. Oder war das Rosenkohl? Ich glaube schon. Die Babys! Nice. Ja, aber kommt da runter, Alter. Ja, chill aus. Der ist ja richtig krass drauf. Komm. Ach, komm. Junge, es hat Baby Mario jetzt auch geschafft. Pff, was für ein Gesicht, Alter. Mario. What's going on? Vielleicht sollten sie sich mal als eine Art Kissen verwenden. Sollten sie mich... Okay. Ich bin selbstverständlich gut gepolstert. Baby Luigi würde sich beim Anblick mein... Ist klar, wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird er sich dann sicher fühlen. Oh, Junge. Aber geschafft. Und jetzt? Wir haben die Babys gefunden. Sie sind nun wieder in einem Team. Zurück zum Abenteuer. Ja, würde ich auch sagen, oder? Mario! Was sollen die denn rum? Glauben Sie sich mir... Ah, klar, doch. Doch noch ein Tutorial. Ich vergaß zu erwähnen, dass man als Gruppe gehen kann. Echt jetzt? Wie Sie... sehen, können sie die Babys... Ach, halt die Schnauze, komm. Wir können zu viert gehen. Okay. Nur wie? Erstmal beruhigen hier. Jo, das hat ihn schon mal beruhigt. Luigi, du bist dran. Alter, der heult ja richtig. Muss dir was anderes einfallen lassen. Wow. Okay, er hat es auch hinbekommen. Ja, komm, ich würde sagen, wir gehen noch bis zum nächsten Save Point. Sehen wir oben. So. Alles klar. Ja. Sehen Sie die Symbole? Ja. Ja, okay. Also wir können jetzt hier mit den Zweien labern den hier an. Okay, jetzt die anderen. Bam. Wir können, ja, mit den Tasten einfach switchen. Und jetzt das Geile. Jo, komm mal her. Bam. Jetzt können wir zu viert laufen. Also zu viert hier rumdaddeln. Und jo. Geil, ne? So, und jetzt gibt es hier auch schon Vierer... Blöcke. Also hier muss man, kann man nur zu viert drauf und dann kann man auch erst weiter. Das ist so die Sache. Und hier kann man die jetzt so rüber switchen. Das wird auf dem Schild, glaube ich, stehen. Und das ist die Röhre, die ja, Mario und Luigi hochbringt. Das ist eigentlich eine relativ coole Erneuerung in dem Spiel. Wurde ja im ersten Teil anders gemacht, weil man da nur zu zweit läuft. Und ja, hier holen wir uns noch ein paar Items. Können wir uns mal gönnen hier. Bam. Ein Pilztau, episch. Noch zwei Pilze. Ist hier vielleicht ein Bosskampf? Oder warum kriegen wir hier so viel Stuff? Ja, komm. Ja. Aber hier ist auch noch eine kleine Lücke. Da können wahrscheinlich die Babys rein. Richtig. Ein Warner-Pilz. Und 20er Coinblock. Oh, Alter, es juckt. Ich hasse es, Alter. Oh, Junge. So. Da oben ist auch die Röhre. Gehen am besten jetzt noch in den nächsten Raum. So, war sonst hier nichts? Okay. Ja, ich mache einfach noch ein bisschen, einfach bis zum Safe-Punkt weiter.
ist ja hier oben. Ich hole aber. Warte mal, hä? Wo ist hier der Block? Hier ist der Block. Alles klar. So, nehmen wir die. Und Leute, ich würde sagen, das war's für den dritten Part. Wir sind jetzt hier in Bowsers Festung angekommen. Haben erfahren, dass, ja, der Boss Prinzessin Shroop heißt. Und ist wir abgeballert wurden und so weiter. Ja, Luigi, blablabla, perfektes Partner, blablablub. Ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst mir eine positive Bewertung da und Kommentare, da würde ich mich am meisten drüber freuen. Haut da rein, wir sehen uns wieder und ciao.